komme damit gar nicht klar. Oder, ja, ich komme da echt nicht klar mit. So, was haben wir denn hier sonst so noch? In den Ecken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Nettes und Feines. Haben wir denn hier unten auch noch irgendjemanden ermordet oder nicht? Da haben wir noch was. Sehr schön. Irgendwas baumelt da, aber was es sein soll, keine Ahnung. Komme ich hier rüber? Ja. Hier komme ich wohl auch rüber. Wie steht's denn hier unten mit? Aha, aha. Was liegt denn da? Was ist denn das da? Ein Tierkadaver, okay. Ich meine, an menschliche Kadaver habe ich mich ja bald schon gewöhnt, könnte man sagen. Ich glaube, ich laufe jetzt gerade das zweite Mal hier rauf. Naja, ist ja nicht schlimm. Gut. Ich gehe dann auch mal nach hier oben. Eigentlich müsste ich hier oben auch noch ein paar Leichen finden. Nicht unbedingt Leichen, aber Zeugs. Erfahrungspunkte. Und Munition. Genau. Von hier oben aus habe ich nämlich doch einiges getan. Da habe ich doch einiges getan. Und wieder Leichen und Leichen. Wo ist denn eigentlich mein Ziel? Da hinten. Irgendwie. Okay. Ich bin ja mal da vorne gewesen, ne? Da. Da bin ich mal gewesen. Das, guck mal, eine Sonne ist da drüber. Ich werde mal auf jeden Fall hingehen. Aber ich kann ja jetzt schön langsam machen. Wir machen also mal einen Sprung. Ja, sehr schön, Lara. Sehr schön. Du kannst endlich mal wieder beweisen, was du so drauf hast. Da unten habe ich mich bei dem einen glücklichen Versuch, den ich sonst noch unternommen hatte, durchgeschossen. War auch ganz fein. Aber auch da hatte ich gemerkt, sobald ich so eine bestimmte Stelle überwunden hatte, kamen keine Gegner mehr. Oder die kamen mir zumindest nicht hinterher. Das ist ja eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Will ich hier runter? Ja, will ich. Oh ja, Pfeile, 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 Pfeile. Davon habe ich einiges verschossen, aber nicht nur davon. Auch von anderen Dingen habe ich Sachen verschossen. Aha. Wartet mal, wartet mal. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Waren das hier Fallen? Ich lade mal alle meine Waffen nach. Gut, im Bogen muss ich nicht, ne? Ich steppe da jetzt mal rein. Oh nein, doch nicht. Sah jetzt irgendwie aus wie eine ausgelegte Falle, oder nicht? Aha. Oh, oh. Ich höre wieder Trommeln. Trommeln ist nicht gut, finde ich. Trommeln finde ich prinzipiell mal nicht gut. Aha. Gott. Ach so, aber hier ging es zum... Hier war ich doch schon mal. Hier ging es ja zum Helikopter. Hier war ich ja sogar schon mal. So, dann ganz vorsichtig hier weiter runter. Schauen wir mal hier. Wir sind ja jetzt genesen. Dadurch, dass wir... Kannst du nicht hier rauf? Dadurch, dass wir uns die Wunde so richtig fachgemäß abgebrannt haben oder ausgebrannt haben. Ach, hier bin ich ja rausgekommen. Ach, Home Sweet Home, quasi. Ach, Mensch. Ich bin echt ein bisschen fertig, wenn ich ehrlich bin. Also verzeiht es mir, wenn ich jetzt den Rest der Folge hier nur noch sehr langweilige Erkundungsarbeiten mache. Ja, du kannst hier ruhig einfach runterspringen. Du musst hier gar nicht mehr irgendwo rauf. Nein. Die Konzentration, die lässt nämlich definitiv nach. Ich bin froh, dass ich es endlich geschafft habe und vor allen Dingen, dass ich es so mega glücklich geschafft habe.
nicht einfach durchrennen wie beim ersten Mal, sondern tatsächlich sogar alles getötet. Alles getötet. Das ist so mega, finde ich. So, kann ich hier rauf? Oh ja, da kann ich sicherlich noch so einiges erklettern. Ah. Sehr schön. Nein, das kann doch nicht sein. Oh, ja doch, irgendwie habe ich ihn... Oh, scheiße. Hab ihn? Nicht? Kannst du dich mal entscheiden, wo du dich verstecken willst? Hab ich's? Ich glaube schon. Oh, Mann. Gut, hier müsste ich jetzt also wieder einiges an Munition finden. Und vor allen Dingen Bergungsgut. Sehr wichtig. Oh, wo denn jetzt? Wo? Oh, fuck. Hui. Die lädt gar nicht nach. So war das nicht geplant, aber okay. Oh, fuck. Oh, ich hab's doch gewusst, hier ist einer hinter mir. Nein, du sollst ihn schnell töten, Lara. Oh, okay. Nein, ganz falsche Richtung, du nach oben. Hoi. Mir war doch so, als müsste da irgendjemand hinter mir gewesen sein. Mann, das wäre auch beinahe total in die Hose gegangen. Und zwar unnötig in die Hose gegangen. Schaut mal, hier hätte ich mich durchschießen können. Ach. Ist das hier verzweigt? Ja, da oben ist mein Lager. Eins von sechsen. Okay. Sechs Lager, das ist natürlich auch nicht schlecht. So, wartet mal. Hier lag noch einer. Den habe ich auch gelootet. Würde mich nicht wundern, wenn hier gleich wieder einige kommen. Okay. Mal hier so rüber. Aber ich bin, glaube ich, jetzt tiefer, als ich sein wollte, ne? Ich schau mal, ob ich hier nochmal raufkomme. Ja. Oh. Rote Kerzen. Vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger. Rote Kerzen. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Dann drehen wir das mal. Ja. Reinzoomen, rauszoomen. Schön. Ein dekoratives Inro. Na gut. Hier könnte man ja fast aufatmen, ne? Oh, die Landschaft ist ja schön. Das ist wirklich hübsch hier. Und da komme ich bestimmt rüber, ne? Geht's noch höher? Möglich. Aber vielleicht von der anderen Seite aus. Ich werde es mal von hier aus probieren. So, und gucken wir mal von hier aus. Ah, okay. Dann bin ich also jetzt hier wieder. Wobei, wenn ich von hier aus springe, ob ich das schaffe? Glaube nicht. Von der anderen Seite aus vielleicht, ne? Aber nicht von hier aus. Hier kann ich aber sicherlich hoch. Ja. Dann wird sich... Aha, und hier kann ich ein Seil benutzen. Auch gut. Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet.
Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr, diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben. Der Stärkste überlebt. Das ist verrückt. Matthias hat diese Männer davon überzeugt, dass der Geist der Sonnenkönigin irgendwie lebendig ist und sie auf der Insel festhält. Naja, aber wer weiß. Vielleicht hat er gar nicht mal so Unrecht. Ich meine, aus irgendeinem Grund sucht er ja anscheinend eine neue Sonnenkönigin. Was haben wir denn hier sonst noch so? Nicht so weit. Okay. Vielleicht geht's noch weiter rauf. Nee, anscheinend doch. Doch, hier geht's noch weiter rauf. Oh, wow. Na, hier kann ich gleich mal das Seil benutzen. Vielleicht kann ich auch von hier aus noch mal was sehen. Ich denke, ich nehme dafür aber lieber mal den Bogen. So, was haben wir denn da? Es brennt sogar. Jede Menge verfallene Baracken, die irgendwie teilweise von der Natur zurückerobert wurden, aber teilweise auf eine wirklich absurde Art und Weise noch verstärkt wurden. Guckt euch mal hier den Stacheldraht an. Was soll denn das? Okay. Oh, was ist das da hinten? Wahrscheinlich jemand Totes. Aha, aha. Ja, das ist ja ein ganz schönes Wirrwarr. Ich glaube, ich werde mir irgendwann mal die Zeit nehmen und das hier dann alles wunderbar erkunden. Unser Ziel ist auf jeden Fall dort. Das heißt also hier, da. Gut. Ich nehme einfach mal das Seil. Und dann gucken wir mal, wie nah wir drankommen. Nein, ich sehe schon. Ich habe ganz viele Sachen jetzt auf dem Weg übersehen. Ach, Schande. Zum Beispiel da drüben. Ah. Das geht halt nicht eigentlich, ne? Das kann ich halt nicht machen. War ich da schon mal drin? Ich komme von da oben, dann war ich auch da drin. Ach, guck mal. Ach, guck da mal, ein Wildschwein. Oh, wo ist es jetzt wieder hin? Ach, Helmine. Gut, muss ich mir später holen. Ach, und da gibt es noch was, wo ich mich durchschießen muss. Ja, die letzte Folge war so... Dieses Schwein. Oh Gott, Gott sei Dank kommt es hier nicht rauf. Oh, das war aber in allerletzter Sekunde. Ich hole mir erstmal, was hier oben noch ist. Das sind schließlich bare Erfahrungspunkte. Oh, und ich habe sogar einen Fähigkeitenpunkt. Das ist ja cool. So, hier geht's noch raus. Hier könnten wir auch ein Seil runter. Aha. Wo ist das Wildschwein jetzt hin? Schön nach oben. Irgendwo unten muss es sein. Hier, Herr Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Ja, es scheint sich hier drin aufzuhalten. Gelegentlich kommt es mal raus, aber ich habe da jetzt nicht unbedingt Lust drauf zu warten. Ich möchte mal gerne wissen, was da vorne drin ist. So. Deswegen springe ich da jetzt mal runter. Mach auf. Munitionskiste. Und ein Geocache. Sehr schön. Ein Geo... Was war das jetzt? Ah, das war nur der Baumstamm, der da oben drüber lag. Hier unten bin ich auch nicht drin gewesen.
Lippen. Aber ich glaube fast, es... Oh, oh, ouch, das hat wehgetan. Irgendwie war der Dornbusch zu scharf oder beziehungsweise hatte zu spitze Dornen. So, hier mal rein. Da ist auch was drin. Mhm. Ich glaube, es ist sinnvoller, sich das Grab anzugucken. Als ich da vorne gewesen bin, hieß es doch ein unentdecktes Grab in der Nähe oder irgendwas in der Art. So, hier wäre ja eigentlich schon mal... Nein, ich will doch gar nicht entlang. Bewegung, los! Fuck. Scheiße, wie, sie sitzen in der Falle. Tatsache, sie sitzen in der Falle. Nein! Ja, den ersten machen wir so. Den zweiten anscheinend auch. Oh, schon wieder so einer. Scheiße, mitten ins Feuer. Das war nicht so gut. Vielleicht jetzt beim besser so. Der ist mir aber quasi direkt vor Füße gefallen, ne? Und jetzt muss man mal gucken. Die habe ich aber. Und die nächsten. Zack, und die nächsten. Und? Dann machen wir den auch weg. Sehr schön. So, wer ist denn das da jetzt? Wer schießt denn da jetzt noch so gemein auf mich? Ja, sicher schießt die auf euch, ihr Deppen. Ins Knie. Ich weiß noch nicht, wo noch einer schießt. Ach, von da. Okay. Aua, aua, aua. Komm, zeig dich. Lebt er noch? Tatsache. Und der auch noch. Auch gut, ja natürlich. Kann ich mich jetzt also auch nicht mehr hinter verstecken. Wie ist denn hier? So. Das hat ihn ja vielleicht jetzt irgendwie rausge... Ja, weißt du was? Hier von hinten. Du bist vielleicht nicht so gut, ne? Oh, Kacke. Mir geht's schlecht, mir geht's schlecht. Und der nächste. Es wird wieder gestorben. Rund um die Uhr wird hier wieder gestorben. So. Wo ist er? So, wie ist es denn hier? Kann ich hier irgendwo rauf? Guck mal, hier, das sieht doch gut aus. Nein, jetzt kann ich hier nicht mehr rauf. Ja, so wird er da auch nichts hier im Nahkampf. Volle Kanne, Nahkampf und so, ne? So. Okay, ich bin hier. Brauch mal andere Waffe. Ja, hier ist aber nicht so gut mit dem Verstecken. So, also, wo sind sie? Komm schon. Nehmen soll hier. Und naja, wo?
Immer ins Knie. Ich habe schon mal gesagt, scheißegal. Hauptsache tot. Tod ist tot. Und wieder nachladen. Diesmal schießen sie von oben. Und von da. Schön, dass ihr euch wenigstens durch euer Mündungsfeuer immer verratet. Oh, der lebt auch noch. Aber ich auch. Ich auch. Ich lebe auch noch. Boah, was hält denn der für eine dicke Jacke? Hab ich's geschafft? So zwei oder drei Anläufe, die brauche ich immer schon hier bei so solchen Szenen, ne? Und welchen Sinn und Zweck hat denn das? Ich muss sagen, was... Ja klar, jetzt kann ich natürlich hier drauf. Ich, weiß immer nicht so ganz genau, welchen Sinn das hier eigentlich hat. Denn... Tomb Raider... hat meiner Meinung nach nur sehr untergeordnet was mit Kämpfen zu tun, sondern vorrangig mit dem Finden von Wegen, dem Finden von irgendwelchen Secrets und dergleichen mehr. Aber eigentlich nicht so richtig stundenlanges Kämpfen. Na? Ah, nee, na gut. Hier reingesprungen ist vielleicht auch nicht schlecht. Na gut. So, ich muss hier ra... Och, guck mal, wer da ist. Das Wildschwein. Ich gehe jetzt mal zurück. Ich gehe jetzt mal zurück zu diesem Anfangsbereich hier, wo ich mich ganz am Anfang so durchschießen musste. Denn da ist ein Lagerfeuer und das werde ich jetzt besuchen. Da geht's nicht rauf. Ach so, ja. Wenn ihr euch wundert, dass ich manchmal irgendwo vorstehe und sage, ich sehe nichts oder wo kann ich denn hier rauf? Das liegt daran, dass mein Fernseher hier mega dunkel ist. Wenn ich den heller stelle, wird das Spiel für euch noch heller gestellt mit der Capture Card und dann habt ihr ein total überbelichtetes Bild. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Gott, ich hoffe nicht. Grimm, die guten alten Zeiten. Grimm hat recht, mein Vater würde diese Solari erforschen wollen. Aber nicht ohne erst alles in seiner Macht Stehende zu tun, um seine Freunde zu retten. Tja, und das ist wohl auch der Grund, warum wir diese Art von Croft sind. Hm? Da haben wir jetzt tatsächlich mal wieder ein Stückchen Tagebuch von unserer Crew gefunden. Das ist ja wirklich schon lange her.